Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es ein neues Review und zwar zu dem Film Spider-Man Across the Spider-Verse. Der zweite Teil von der neuen Spider-Man-Reihe der Sony Animationsstudios. Der erste war ja Spider-Man Into the Spider-Verse. So ist der erste aus dem Jahr 2018. Hat jetzt natürlich etwas länger gedauert. Jetzt bis 2023 mit Spider-Man Across the Spider-Verse. Das ist ein Zweiteiler. Ja, also der Film, ja, ich kann es hier schon mal sagen, endet wirklich mit einem heftigen Cliffhanger. Und der, ja, der nächste Spider-Man, der soll, glaube ich, heißen Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Und der sollte ursprünglich im März 2024 kommen, was jetzt natürlich aber durch, wir wissen, der Streik der Schauspieler und so weiter, sich jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben hat, weil ja die Stimmen nicht aufgenommen werden können von den Schauspielern. Ja, das ist so ein bisschen der Beigeschmack, aber das schmälert er jetzt hier nicht in diesem Film. Wie gesagt, hier geht es heute um Spider-Man Across the Spider-Verse. Den ersten Teil von Spider-Man aus dem Jahr 2018 war für mich ja so ein richtiger Überraschungshit gewesen, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Also, das war mal wieder so, wir wissen, Marvel ist so ein bisschen auf dem, nicht ein bisschen, ist ganz schön auf dem absteigenden Ast, was so die Qualität der Filme oder allgemein der Geschichten, Multiversums-Sachen angeht. Das ist, funktioniert da bei denen ja irgendwie gar nicht mehr. Bei dem Spider-Man-Film jetzt 2018, das war so, wow, das war so ein richtiger Wow-Effekt, wo ich dachte, Mann, der hat mich richtig überrascht gehabt, der war derbe. Derbe geil, so kann man es mal ganz kurz ja sagen. Ich fand richtig gut, verlinke euch hier auch nochmal das Review an dieser Stelle von diesem Film. Ja, jetzt hier der zweite Teil. Wollte ich damit ins Kino gehen, habe ich aber irgendwie leider nicht geschafft. Da ich jetzt, muss ich halt warten, bis er halt im Home Release erscheint. Und dann konnte ich mir den Film jetzt anschauen. Und ja, worum geht es überhaupt jetzt in Spider-Man Across the Spider-Verse? Ja, Miles Morales lebt so weiter als Spider-Man. Er ist halt sehr einsam, sehr traurig. Wir wissen, kleiner Spoiler jetzt zum ersten Teil, dass zum Ende des ersten Teils ja alle wieder seine neuen Freunde, seine Spider-Man-Freunde, die er da kennengelernt hat, auch Gwen, wieder in ihre Welt zurück oder in ihr Universum zurückgekehrt sind. Ja, dadurch ist er ein bisschen einsam, aber plötzlich kommt eine neue Bedrohung auf sie zu, die auch durch das Multiversum reisen kann. Ja, sie müssen sich wieder die ganzen Spider-Mans aus dem Multiversum zusammentun, um diese Bedrohung abzuwenden. Aber diesmal gibt es auch untereinander ein bisschen Streit oder Uneinigkeit, wie diese Bedrohung halt am Ende, ja, besiegt werden kann. Mehr möchte ich auch gar nicht zu der Story sagen. Sie hat ein paar Twists und ein paar Sachen. Wie gesagt, darum will ich hier gar nicht groß was vorwegnehmen. Das ist so ganz grob die Geschichte. Der Film lebt natürlich wieder von seinem richtig coolen Animationsstil, der auch schon beim ersten Teil so wirklich, also mich persönlich überrascht hat und ich den wirklich richtig abfeier. Ist hier auch wieder, was sie da für Einfälle haben von den Animationen her, auch diese anderen Welten, dass sie wieder anders aussehen, ist einfach grandios. Man muss auch hier wieder sagen, dass dieser Film einfach mal so Marvel, also den anderen Marvel-Filmen, wie gesagt, der wird ja auch von Sony produziert, aber den richtigen Marvel-Film, sozusagen mal zeigt, wie man mit dem Multiversum umgeht, weil ich finde so die originalen Marvel-Filme oder Reihen, da ist das Multiversum immer blöd dargestellt, es ist immer langweilig, uninspiriert, keine guten Ideen und irgendwie andere Filme schaffen es aber irgendwie, das zu zeigen und das ist hier einer davon, wie man das richtig macht, wie man das vernünftig erklärt, wie man das mit einbindet, das schafft dieser Film einfach richtig, richtig gut. Gut ist auch, dass der Film sich wirklich, ja, er hat eine lange Laufzeit von 140 Minuten, auch zum Anfang sehr viel Zeit nimmt, um die Charaktere wieder mal einzuführen. Wir sehen auch, fangen auch gar nicht mit Miles Morales an, sondern mit Gwen fangen wir an, dass wir erstmal so ihre Geschichte sehen, dass sie auch sehr einsam ist in ihrer Welt und das geht auch eine ganze Weile, dass man das so, ja, erstmal aus dieser Perspektive sieht, dann halt Miles Morales nachher irgendwann sieht. Und auch gut, dass wieder viele alte Charaktere wieder auftauchen, die wir im ersten Teil schon so, ja, lieben gewonnen haben, ja, ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Probleme und so weiter kennengelernt haben und wie das sich jetzt weiterentwickelt hat, das finde ich sehr, sehr gut. Auch, dass viele coole neue Figuren mit dazustoßen, zum Beispiel den Spider-Punk, ja, der auch eine sehr coole Idee ist und auch cool aussieht, coolen Stil hat von der Zeichnung her, fand ich auch eine sehr, sehr geile Idee. Dann, dass der Film trotz seiner Länge ein sehr rasantes Tempo hat, auch sehr viel erzählt, aber ja, ist immer noch spannend, dass man dranbleiben will und ja, leider mit einem extremen Cliffhanger endet, wo es dann natürlich im nächsten Teil weitergeht.
Das ist natürlich so ein bisschen bitter, auch wenn man jetzt natürlich nicht weiß, wann der zweite Teil kommt. Wenn er jetzt natürlich nächstes Jahr gekommen wäre, im März, wieder so ein Jahr sozusagen nach diesem Film hier, wo er in die Kinos kam, finde ich, ist es ja okay. Aber dadurch, dass er natürlich jetzt verschoben wurde auf unbestimmte Zeit, man nicht weiß, wann es weitergeht, ist natürlich bitter und ja, schlecht, muss man ganz einfach mal sagen. Aber nichtsdestotrotz, der Film, ja, lebt von seiner Geschichte, er lebt von seinen Figuren, er lebt von diesem Animationsstil vor allen Dingen, ja, wie gesagt, von seiner interessanten Geschichte, von diesen Konflikten, die dort entstehen. Also das ist irgendwie, wo man die ganze Zeit dranbleibt, der wird zu keiner Zeit langweilig. Also wer den Vorgänger mochte, wer da schon gesagt hat, wow, dieser Film hat mich umgehauen, dem wird auch dieser Film gefallen. Ich war erst auch ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, Mensch, der erste Film, der war wirklich wirklich richtig gut. Das kann man nicht nochmal irgendwie, wie will man das nochmal wiederholen? Aber sie haben es wirklich geschafft, hier wieder abzuliefern. Punkt, ja. Bin da wirklich, ja, richtig gespannt auf den, ja, das Finale dann sozusagen von diesem Film und kann euch den Film nur wärmstens an Herz legen, auch wenn ich weiß, viele von euch da draußen Marvel-müde sind oder diesen ganzen ja, Superhelden-Film so ein bisschen müde oder überdrüssig sind. Das ist mal hier wirklich was, wo man sagen kann, wieder alte Stärke, schaut ihn euch an, kann ich wirklich nur empfehlen. Besten Spider-Man-Filme überhaupt jetzt hier, die beiden. Es gibt eigentlich nichts Besseres von Spider-Man auf dem Markt, so könnte man sagen. Schaut ihn euch an. Wenn ihr schon gesehen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Sonst soll es auch hier an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.